Ich will ein bisschen über Gefühle reden. Gefühle beschreiben nicht die Realität, sondern Gefühle beschreiben den eigenen Gemütszustand, gefiltert durch unser Weltbild, gefiltert durch unsere Erfahrungen, die wir hatten. Wir nehmen aber die Gefühle für bare Münze. Das heißt jetzt nicht, dass man die Gefühle ablehnen soll und sagen soll, ihr seid nicht real oder ihr beschreibt nicht Realität, ich mag euch nicht. Sondern man soll einfach verstehen, woher Gefühle kommen. Man kann verstehen, dass sie nicht die Realität beschreiben, sondern den eigenen Gemütszustand, wie gesagt, gefiltert durch eigene Erfahrungen, eigenes Selbstbild, eigene Normen und Werte, Kultur, Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist. Und wenn man das versteht, dann kann man die Gefühle annehmen und muss aber nicht unbedingt sich, also man ist nicht zu einer gewissen Handlung gezwungen. Weil wenn man die für die Realität nimmt, die Gefühle, dann haben sie meistens so eine ganz tiefe Schwere. Da haben sie so eine Schwere, als ob das Leben davon abhängen würde, von diesem Gefühl. Und Gefühle haben die Macht, so stark zu sein. Und für die meisten Menschen sind sie so stark und umwerfend. Das heißt, diese Menschen erkennen nicht die Wurzeln, verstehen nicht, woher die Gefühle kommen. Und wenn der Baum dann keine Wurzeln hat, dann kann er sehr leicht kippen. Und das wirft dann die Menschen aus ihrer Bahn, aus ihrem Leben heraus. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, dass diese Gefühle woanders herkommen. Und es ist wichtig, diese Gefühle anzunehmen, als eigene Babys sozusagen. Dieses Gefühl ist mein Baby, es gehört zu mir, genauso wie meine Hand zu mir gehört oder mein Fuß oder mein Herz. Und wenn man diese Gefühle annimmt, dann kann man sie fühlen. Man fühlt dann diese, wie sagt man, die Emotion im Körper. Man fühlt also, wie es sich anfühlt, ob es auf die Brust drückt, ob es im unteren Bauch ein leichtes Übelkeitsgefühl hervorruft, ob es im Hals wie ein Kloß sitzt. Und man kann sich sozusagen auf das Gefühl einlassen und tut nicht mehr seine Lebenssituation davon umwerfen lassen sozusagen, sondern geht tief in dieses Gefühl rein und versteht es und durchlebt es und ist dann wieder klar und kann wieder zu seiner eigenen Wahrheit zurückkommen. Denn wir alle denken, wir haben einen Lebensweg und eine Wahrheit. Aber diese Wahrheiten sind meistens von dem sozialen Umfeld, von der Gesellschaft geprägt, von den Erwartungen anderer, was die Eltern und die Schüler, die Lehrer und die Omas und Opas uns erzählt haben. Wir lernen aber nie, tief in uns zu gehen und die eigene Wahrheit herauszukitzeln. Das ist ein Prozess. Und wenn wir diese eigene Wahrheit irgendwann rausbekommen, dann ist diese tief verwurzelt, diese Wahrheit. Und dann können wir nach dieser Wahrheit leben. Und wenn uns dann mal Gefühle von dieser Wahrheit abschneiden, weil es eben so ein intensives Gefühl ist, wir aber gleichzeitig erkennen, dass es nicht die Realität ist und dieses Gefühl annehmen, dann können wir sehr schnell diese Wahrheit wieder durch das Gefühl hindurch spüren. Das heißt, das Gefühl ist zwar da, wir akzeptieren es, aber wir nähren das Gefühl nicht mehr durch unsere Gedankenprozesse, durch unseren Verstand, der eine Geschichte um dieses Gefühl spinnt. Und wir tun es auch nicht mehr unterdrücken und ablehnen, sondern wir fühlen es, aber fühlen gleichzeitig eine Verbundenheit zu irgendeinem Weg, zu einem Sinn, zu einer Wahrheit. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Und dann ist das Gefühl so eine Nebensache, die kommt hoch. Ah, man spürt es, man nimmt es an, aber es wirft einen nicht um. Und man hat trotzdem noch die Verbundenheit zur eigenen Wahrheit. Und diese Verbundenheit ist sozusagen ein Anker. Man ankert sich in dieser Wahrheit. Um aber diese Wahrheit zu erkennen, zu finden erstmal, muss man erstmal sich abschneiden von diesen gesellschaftlichen Erwartungen. Man muss nicht unbedingt sagen, alles scheiße, ich scheiße auf die Gesellschaft und wohne jetzt im Wald und mach gar nichts mehr. Das ist auch Quatsch. Wir leben nun mal in dieser Umgebung. Aber wir können erkennen, dass das gesamte gesellschaftliche Konstrukt eigentlich nur eine Illusion ist und die uns immer mehr in den letzten Jahrhunderten abgeschnitten hat von unseren wahren Gefühlen und von unserer Tiefe. Und wenn wir das erkennen, dann können wir mit dieser gesellschaftlichen Norm spielen, dann können wir drüber lächeln und die uns angucken und sagen, aha, so ist das also und so funktioniert das. Also interessant, ich bin neugierig darauf, aber ich kenne meine eigene Wahrheit und lebe nach ihr und habe, und der Baum ist die Oberfläche, meine Lebensumstände in der Gesellschaft, ich funktioniere in der Gesellschaft, was heißt funktioniere, ich habe Spaß daran, ich spiele mit den oberflächlichen Dingen und meine Wurzeln sind so tief, dass die oberflächlichen Dinge mich nicht mehr fällen können, also mich nicht mehr umwerfen können, sondern ich habe tiefe Wurzeln.
Und das ist einfach wichtig. Und wir fühlen uns natürlich noch schlecht und wir haben Gefühle, die uns früher vielleicht total aus der Bahn geworfen haben. Wir fühlen jetzt noch dasselbe Gefühl, weil es vielleicht ein Schmerzkörper aus der Kindheit ist oder verlassen werden oder irgendwelche Trauer, ein Tod von irgendeinem geliebten Menschen von früher. Also wir fühlen dieses ähnliche Gefühl, aber es ist wesentlich schwächer. Es ist nur noch im Hintergrund. Wir nehmen es an, wir spüren es und wir nähren es vor allem nicht mehr mit unseren Gedankenprozessen. Wir gehen also nicht mehr in dieses Gefühl rein und es tut nicht mehr Besitz von uns ergreifen und wir müssen dauernd drüber nachdenken, sondern wir können uns immer noch auf unsere Wahrheit beziehen, unsere Wahrheit spüren und das alles genießen und es nicht so ernst, sondern eher leichter nehmen. Ne? Also, das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.